Ich bin 2010 hier nach Münster gekommen als Domkapitular und war dann 3 Jahre als Domkapitular hier tätig und seit einem Jahr bin ich Dompropst. Am 16. September tritt der Sänger aus Berlin bei der Feier zum 57-jährigen Jubiläum des St. Paulus-Doms auf. Von Alta Wille Münster präsentieren zu können, sagt Dirk Felder vom Marketing von Antenne Münster. Alta Wille gehört zu den beliebtesten und meistgespielten Künstlern im Programm. Sie haben von hier oben hier eine wunderschöne Aussicht auf den ganzen Domplatz eigentlich. Haben Sie da immer alles im Blick, wer wo hinkommt und wohin geht? Also einiges nehme ich von hier oben schon wahr. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab. Jetzt im Frühjahr, Sommer, wenn die Bäume belaubt sind, habe ich nicht so alles im Blick. Aber ich sehe schon, wer über den Domplatz zur Arbeit geht, wenn der Bischof hier vorübergeht, wenn verschiedene andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Dom oder unsere Dommessdiener oder der Domchor, die gehen hier alle vorüber, dann kann ich schon mal von oben herabrufen und mal ans Fenster klopfen. Also ich bekomme schon einiges hier oben mit und bin manchmal auch erstaunt, was sich so alles hier tut und wie viel Leben hier auch am Domplatz ist. Wir gehen gleich ins Offizialat. Alle wohl auf. Entschuldigung, wie viel Zeit verbringen Sie denn hier im Büro des Offizialiats? Ja, das ist eine schwere Frage. Normalerweise ist das ja meine Hauptaufgabe. Aber durch das Domjubiläum bin ich im Moment sehr viel unterwegs und sehr viel an anderen Orten. Ich versuche das, was zu tun ist, dann zu erledigen. Im Moment hat das Domjubiläum absolute Priorität. Herr Schulte, Sie waren lange Zeit Sekretär von Bischof Reinhard Lettmann. Woran erinnert Sie das Bild in Ihrem Büro? Meine letzte Reise, beziehungsweise auch die letzte Reise des Bischofs, ging ja nach Israel. Und ich war ja dabei, als Bischof Reinhard in Bethlehem gestorben ist. Und dies ist ein wunderbares Bild, wie Bischof Reinhard am See Genezareth sitzt. Und die Jahre als Sekretär waren sehr schöne, sehr intensive Jahre. Und das Bild erinnert mich an viele gemeinsame Begegnungen, aber auch an entscheidende Sätze, Botschaften, die Bischof Reinhard auch uns im Bistum mitgegeben hat. Ich habe dann jetzt gleich den geschäftsführenden Ausschuss und dann die Pressekonferenz und dann gehen wir noch ins Dompfarramt. Guten Morgen. So, nehmen Sie bitte Platz. Na, ich mache da ein bisschen fertig, schreibe Ihnen das nochmal dazu. Weil sonst ist es natürlich schwierig, irgendwie einen Ort zu finden. Ja, man kann dann zum Abschluss, zum Festgottesdienst kann man natürlich zum Herr Schulte, Sie waren heute Morgen beim geschäftsführenden Ausschuss Domjubiläum und heute Nachmittag sind Sie noch beim Lenkungsausschuss Domjubiläum. Wo genau besteht denn da der Unterschied? Welcher Ausschuss hat welche Aufgaben? Der Lenkungsausschuss ist weitaus größer und besteht auch aus Personen aus unterschiedlichen Gremien unseres Bistums. Wir haben ja versucht, beim Zugehen auf das Jubiläum viele einzubinden, auch den Diözesanrat und den BDKJ und viele andere Personen. Also im Lenkungsausschuss werden die großen Linien vorgegeben, grundsätzliche Beschlüsse gefasst und der geschäftsführende Ausschuss ist dann dafür da, die Beschlüsse des Lenkungsausschusses umzusetzen. Und von daher ist, sagen wir mal, die Linien des Festes gibt der Lenkungsausschuss vor und die Umsetzung besorgt dann der geschäftsführende Ausschuss. Die Zusammenarbeit mit Herrn Schulte gestaltet sich ganz großartig. Er ist also jemand, der sehr kommunikativ ist, der auch auf Wünsche, Fragen, Anregungen immer eingeht. Wenn das Domjubiläum so gut wird wie die Zusammenarbeit mit dem Dompropst, dann wird es auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ich darf Sie alle begrüßen. Heute Morgen hier im Kantezimmer. Das Domjubiläum rückt näher. Und von daher gibt es noch das eine oder andere, was wir im Zugehen auf das Domjubiläum gerne auch der Öffentlichkeit verkünden wollen. Ich glaube, ohne den Mund voll zu nehmen, ist es, glaube ich, einmalig und erstmalig hier in Deutschland, dass eine Kathedrale in solcher Weise auch illuminiert wird. Ja. Herr Dompropst, ja. Sehe ich das denn richtig? Das Programm ist ja nun ganz beachtlich von diesem Wochenende. Das ist schon so richtig interpretiert. Im Grunde geht das über das Programm, sage ich mal, eines reinen, in Anführungszeichen, Domjubiläums weit hinaus. Ja, es ist der Anlass ist der Geburtstag des Doms, das Domjubiläum. Aber
Uns war es wichtig, tatsächlich in einer Breite auch einzuladen zu diesem Fest und haben gesagt, mal, der Gottesdienst ist sicherlich im Mittelpunkt, aber wir wollten eben auch über andere Wege Menschen einladen, mit ihnen gemeinsam zu feiern. Das ist mein zweiter Arbeitsplatz oder mein erster Arbeitsplatz, der Landrat. Können wir beim nächsten Mal ja besprechen, ob wir die dann trotzdem noch als Tischvorlage haben wollen. Aber das Prozedere an Rücksprache mit mir gehalten und wir haben jetzt mal so vereinbart, dass Sie, ich meine, die Herr Wexen, wie ging mit Ihnen denn Herr Schulte in der Zusammenarbeit in der Domverwaltung? Ja, äußerst angenehm, zugewandt, offen. Der Domprops kann alle Beteiligten gut motivieren und das gelingt ihm auch. Und das finde ich auch sehr positiv. Guten Tag. Hallo. Alles gut? Ja, alles super. Ich wollte Kaffee holen. Ja. Herr Sven. Ja. Welchen Kaffee wolltest du mir denn mitgeben? Jubiläumskaffee? Ja, das wird ja passen. Das ist jetzt ein Kilo. Genau, so muss die Tüte aussehen. Das ist ein schönes Kaffee. Ihre Vorfreude auf das Domjubiläum in einem Wort. Oh. Ist oh auch schon ein Wort? Also ich glaube, gespannt, voller Vorfreude. Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen heute Abend. Entschieden so am Freitag bei der Eröffnung sozusagen, wir beginnen im Rathaus, gehen dann auf den Domplatz und gehen dann kurz durch den Dom, dann in die Bezirksregierung hinein, um auch da sozusagen diese Sozialprojekte auch nochmal vorzustellen, reinzugehen. Manfred wird dann das in kurzen Einführungen. Es gibt für mich zwei besondere Orte. Zum einen sitze ich gerne, so wie jetzt, hier hinten im Kirchenschiff und schaue nach vorne in den Chorraum, um so die Weite auch dieses Raumes auf mich wirken zu lassen und auch, sagen wir, die Dimension, die Größe dieses Raumes auch zu erspüren. Und auch dieser weite Blick auf das Triumphkreuz, das über dem Altar hängt, und auch das Paulusfenster. Das ist das eine. Und da genieße ich gerade so wie jetzt auch diese Zeit, wo es etwas ruhiger ist im Dom, wo nicht so viel Betrieb ist im Dom und wo es auch langsam dunkler wird. Der zweite Ort für mich ist die Ludgeruskapelle, die Grabkapelle von Kardinal von Galen, weil ich zu ihm eine besondere Beziehung habe. Ich war ja 10 Jahre sein Heimatpastor als Pfarrer in Dinklage, durfte bei der Seligsprechung in Rom dabei sein und mich führt jeden Tag der Weg in diese Kapelle zum Gebet. Ich zünde eine Kerze an und für mich ist das auch ein ganz besonderer Ort, der mich natürlich auch. Der Kardinal ist selig gesprochen, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Ich glaube, dass er natürlich jetzt bei Gott und somit auch im Paradies ist.